Hallo liebe Omsianer und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play. Wir sind heute unterwegs auf der Karte Berlin Süd. Der Jahreszeit entsprechend werde ich mich mal ein bisschen mit dem rutschigen Schnee und Eis versuchen. Als Bus habe ich ausgewählt den D80 Prototypen. Den gibt es im offiziellen Forum noch zum Download. Wir fahren die Linie 95 bis zur Sonnenallee. Das wird sicherlich zwei Teile werden. Zip. 10.40 Uhr, 11 Uhr, ja, zwei Teile in etwa. Oder ich fahre auch durch, mal gucken. Abfahrtszeit ist in 2,5 Minuten. Die Temperatur im Bus ist noch okay. Machen wir mal die Tür auf. Guten Morgen. Morgen. Ich mache hier mal ein bisschen Regler rauf. So, Tür zu. Ach ja, Berliner Bus, genau. Türflügelsteuerung, muss man drauf achten. Hinten geht die Tür automatisch. Und bei dem Mod sitzen die Leute auch oben. Passt. Und wir starten U-Bahnhof Hallisches Tor. Und fahren dann hier links rum Richtung Sonnenallee. Haben noch 1,5 Minuten. Mal gucken, wie wir da die Zeit einhalten können. Ob das wirklich so rutschig ist oder nicht. Ich habe da noch keine Ahnung. Also ich habe vorhin mal eine Spaß, ich habe eine Runde mit dem neuen Citaro gefahren. Aber ich war der Meinung, Citaros werden momentan an jeder Ecke und in jeder Ende und jeder Ecke gefahren und in jedem Let's Play tauchen Citaros auf. Wir fahren was anderes. Da muss man halt immer gucken, Bus und Map, dass die noch nicht so in letzter Zeit nicht so häufig gefahren worden ist, damit auch die Zuschauer ein bisschen Abwechslung haben. Sicherlich jeder Let's Player macht es anders, was die Kommentare betrifft, die Art und Weise, wie er spricht. Aber trotzdem, wenn man dreimal oder selbst bei drei verschiedenen Leuten dreimal die gleiche Strecke mit dem gleichen Bus sich anguckt, wird es irgendwann auch langweilig. So, ich mache halt es wie immer. Eine Minute zu früh. Und ab geht's. Der Bus hat selber keine Inlandsagen. Also werden wir da nichts zu hören kriegen. Mal gucken, wie schön er verdreckt. Ich habe ihn jetzt auch leider viel zu selten gefahren. Jetzt sieht man natürlich auch die Beschriftung kaum. Und jetzt muss man hier aufpassen, dass ich in Berlin Süd das erste Mal gefahren bin. Da macht die Kreuzung gleich so ein Nick. Und jetzt muss ich doch tatsächlich vorsichtshalber mal gucken. Ups, wo bin ich denn jetzt hier? An der Kreuzung bin ich. Oder hätte ich links abbiegen müssen? Mist. Passiert mir immer wieder. Letztens noch sparsam mit mehreren Leuten zusammengespielt, da hat Multiplayer dem simuliert. Und da habe ich ihr noch gesagt, pass auf, an der Kreuzung musst du links abbiegen. Ich selber falle jetzt gleich wieder drauf rein. Aber der nette Mensch hinter mir ist ja so freundlich und lässt mich durch. Der fährt ja, das ist ja unglaublich. Er hat da seinen Führerschein gewonnen, oder? Nee, der versucht nur den Bus ohne Schleudern über die Strecke zu kriegen. Weil ich sehr glatt draußen. Sollte ich mal gucken, ob der Intervallschaltung hat. Da nicht. Da auch nicht. Der hat nur zwei Funktionen, an und aus. Der Citaro hat auch Intervallschaltung. Doch sind wir gut in der Zeit, aber ist auch noch die erste Haltestelle. Hey. Und der radiert fleißig. Ja, so sein. Hier will keiner einsteigen.
Das Ruckeln und Zuckeln hat übrigens jetzt nichts mit dem Spiel zu tun. Das ist schlicht und ergreifend, wenn der Wagen, wenn das nicht greift. Manfred, halt die Klappe, fahr besser. Würde ich ja gerne, du Knalltüte. Moin. Wann sind die heute wieder hyperempfindlich? Fahren. Moin. Können wir mal von draußen gucken. Manfred, halt's Maul. Das war jetzt zu Demonstrationszwecken. Hier wird also über die Vorderachse weggeschoben. Hinten hat man schön die Räder durchdrehen sehen. Und jetzt versuchen wir wieder etwas realistischer zu fahren. Wobei, hier hätte ich nie im Leben angehalten mit dem Bus, auch im Real nicht. Was ich verändert habe, ist, dass die Anzeigen außerhalb des Busses in weiß dargestellt werden, nicht in gelb oder orange. Gefällt mir persönlich besser. Und entspricht durchaus, wahrscheinlich nicht bei dem Bus, aber bei anderen Fahrzeugen der Realität. Also hier in Hamburg oder die Pinneberger, die fahren mit weißer LED-Beleuchtung rum. Nächsten Haltestelle einen Blick in den Bus werfen, wie der gestaltet ist. Wir haben hier im Bus. Sind noch 2 Minuten, 0,2 übrig. Will keiner? Gut. Golf, du wartest. Und das ZF knallt hier rein.
muss ja sagen, ich hätte es mir durchaus schlimmer vorgestellt. So, Mädels, kommt rein, wird kalt hier. Nächster Halt, Geibelstraße. Hallo. Hallo. Nächster Halt, Grimmstraße. Gut, will keiner mit. So, F2. Dann gucken wir mal, wie es hier drinnen aussieht. Das ist die tolle Innenausstattung. Neben dem Fahrer und hier sitzen wir oben. Leider ist der Spiegel da oben nicht animiert, aber da habe ich jetzt noch keinen Bus gefunden. Jetzt gucken wir hier mal. Na, linker links und machen wir das Gas. Beobachtet mal hier hinter Achse. Und dreht es und dreht es und dreht es. Nächster Halt ist die Gräfestraße. Aber ich hatte irgendwie das Gefühl, der Citaro ist vorhin mehr gerutscht. Manfred raus aus dem Bus, ist es so ruhig hier. Hier ist er nicht mehr. Hier ist er auch nicht mehr. Ha. Gräfestraße, Gräfestraße. Jo. 10 Minuten unterwegs. Fahren wir bis zur Fuldaer Straße in diesem Teil. Mal nochmal Leute aussteigen. Moin, die Tür ist auch gar nicht offen. Dankeschön. Oh, bitteschön. Und ich will nicht. Gut. Mal gucken, ob wann sie mich da einscheren lassen. Taxifahrer noch nicht. Aber der Golffahrer. Dankeschön. Das war rutschiger. Mittlerweile haben wir tatsächlich auch 11 Grad im Bus. Wahnsinn.
U-Bahnhof Hermannsplatz. Das Schild jetzt sagen, wir fahren geradeaus weiter. Alle drin? Hopp, hopp. Zwei Stationen noch bis zur Pause. Hä? Hey? Rechts blinken, links rüber wollen? Warte nur. Ich habe wieder Manfred im Bus, dann geht die Meckerei ja gleich wieder los. Der ist ja nie zufrieden, der Idiot. Da ist die Fulda-Straße. Wir sehen uns also gleich wieder. Bis gleich.